Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee, wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Meine Zeit ist rum. Sauber, Gladio. Kein Problem. Noch tankvoll? So bin ich halt. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Oh. Hoffe, es ist was für dich dabei. Wir sind im Geschäft. Man sieht sich. Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ich bin überwältigt. Die Jagdsaison ist eröffnet. Gut, jetzt schmerzt die Keine doppelt. Hau rein, Nord! Geht klar. Das war ja nicht schwer. Wir verstehen uns. Gladio, los! Ignis, los! Los, ja!
war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Sollen wir einkaufen gehen? Ja, okay. Komm mit, Nocht. Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ihr seid mit der... Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdin-Kai weiterfahren. Oh, hallo! Vielen lieben Dank. Bis bald. Willkommen im Krähennest. Alles noch dran? Willkommen zurück. Hungrig vom Jagen? Hier ist die Speisekarte. Ist etwas für euch dabei? Vielen Dank. Wir zählen auf euch. Hm? Was gibt's? Wirklich nicht? Schlaf ist erholsam.
Wieder zum Übernachten hier? Oh, das... Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Guten Morgen. Na? Alles klar? Seid gut drauf, was? Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch... Meldatz? Korrekt. Knockt. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Oh, ihr. Eine Lieferung. Ach so. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Können uns ja mal beim Informa... Willkommen! Ein Snack vielleicht? Habt vielen Dank. Hab vor kurzem meinen ersten Enten gesehen. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Wie? Irgendwann schon, aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Ach, Nocht, jetzt tu doch nicht so, als wäre dir das alles egal. Das kam von da drüben. Hier entlang, glaube ich. Los, vorwärts. Ja. Hä?
Ihr habt die, ach, diese Suche. Jede Marke, die, aber das ist trotzdem ist und das. Nee. Wir je. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Ifeheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanadi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nacht. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Das ist der Galdinkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Mmm. Freu mich schon drauf. Wir sind da. Gut. Endlich am Ziel. Und von da geht's weiter. Per Schiff, ahoi! Ja, willkommen. Herzlichen Dank. Stets zu Diensten. Willkommen am Galdinkai. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch! Das ist euer Taschengeld.
Hey, sag schon, wer bist du? Sagte ich doch schon, ein Wanderer. Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Herzlich willkommen bei uns. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Hier ist unsere Karte. Eigentlich sind wir ja ein Restaurant. Beehren Sie uns bald wieder. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Bis zum nächsten Mal. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt, meinen Quellen nach, hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am... Ja. Lasst nichts liegen. Okay. Los geht's! Respekt vorm Königshaus. Aber echt, wir sind faktisch Laufburschen. Hier draußen sind Ränge und Namen nicht viel wert. Besser als das Gehabe bei Hof.
Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Und Leute! Sag mal, müssen wir dahin? Weckt ihn bloß nicht auf. Psst! Schon das Gesackkraut von gesehen. Gehen wir! Ja. Ja. Pronto. Hilfst du mir beim Einkaufen? Ja, klar. Ach, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Was darf's sein? Sucht euch eine Farbe aus. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Welches Design möchtet ihr gerne? Und was ist mit den Felgen? Welche Farbe soll's sein? Bist du dir sicher? Überlass das mir. Fertig. Na, was sagt ihr? Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Thank you.
Da wären wir. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Durchsage der Meldatio Jägerton. Tag. Falls ihr zufällig in die Richtung unterwegs seid, es gibt wieder Infos zu Erkennungsmarken. Oh, hallo! Schau mal wieder rein. Wollen wir hier campen? Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, ich baue das Zelt auf. Gutes Foto. Jetzt fahren wir wie unsere Väter damals durch die Welt. Sogar das Auto ist dasselbe. Ob der König und sein Gefolge so gut feiern konnten wie wir? Schwer vorstellbar. Bei dem Spaß, den wir haben. Außerdem steckten sie mitten im Krieg. Feiern geht anders. Ja, Krieg ist ne... Echte Spaßbremse. Quatsch, die hatten die Zeit ihres Lebens. Sonst hätte Vater diesen Trip nie organisiert. Ja, stimmt, da ist was dran. Also los, Bewegung. Ich glaube, wir gewinnen!
mein Fehler. Mitleid. Aber irgendwie habe ich Schuldgefühle. Die Natur kennt auch kein Erbarmen. Also töten wir. Wenn du so ernst bist, läuft's mir kalt den Rücken runter. So ein Glück. Wir haben sie. Lasst nichts liegen. Okay. Wir sind da. Gut. Danke. Willkommen am Galdin Kai.
herzlich willkommen. Wie Sie wünschen. Gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben. Na, habt ihr schon gepackt? Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Ab ins Bett. Klingt gut. Diese Biester sind echt überall, oder? Oh, Nocht. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles.
Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Markt? Wir gehen.